Ja, ich glaube, dass im aktuellen Immobilienmarkt relativ viele Immobilienmanager oder auch Investoren diese Herausforderung haben, ja, dass in Zeiten sinkender Rendite man sich die Frage stellen muss, ja, wo wird eigentlich noch Wert geschaffen? Wir als Greystar sehen da entlang des Risikospektrums eigentlich noch relativ viel Potenzial, insbesondere im Bereich Core Plus. Core Plus, also Ankauf von Immobilien, die bereits über einen Cashflow verfügen, stabilisiert sind, allerdings auch nochmal Raum bieten für Optimierungspotenzial. Und wir als Greystar bezeichnen uns ja oftmals als vertikal integrierte Plattform, also Plattform, die sowohl das Property als auch Asset- und Development Management anbietet. Und da denken wir eben, dass wir auf operative Ebene, also auf Ebene des Objektes, auch nochmal Mehrwert generieren können. In der zweiten Strategie, die wir besonders auch für Deutschland als sehr interessant erachten, ist die, was wir als Develop-to-Core-Strategie bezeichnen, also Entwicklungen, die wir auch langfristig halten und betreiben. Hier haben wir eben die Möglichkeit, relativ früh schon in die Projekte reinzugehen, einen starken Einfluss auszuüben auf Bereiche wie Konfiguration der Grundrisse, teilweise auch Themen, die vielleicht erstmal unattraktiv erscheinen, wie Müllentsorgung oder Zufahrtswege für größere Quartiersentwicklung, wo wir glauben, eben einen Mehrwert liefern zu können, aufgrund unserer doch dann großen Expertise, die wir weltweit auch haben. Und so in Projektentwicklung einen Mehrwert schaffen, den wir dann entsprechend auch unseren Investoren mitgeben, die entsprechend auch, ja, sag ich mal, an der ganzen Wertschöpfungskette von Ankauf des Grundstücks bis Vermietung und Stabilisierung auch partizipieren. Und so sehen wir diese zwei Strategien eigentlich für beide als sehr attraktiv und als Investmentstrategien, wo man auch noch einen Mehrwert als Greystar liefern kann.